Guten Tag, was darf es sein? Ich hätte gerne eine Gardinenstange. Wie lang? Also circa 80 Zentimeter ungefähr. Ja, circa nützt mir nichts, ne? Muss schon die genauen Maße haben. Sie suchen also praktisch eine Gardinenstange, die circa 80 Zentimeter lang ist. Sehe ich das richtig so? Ja, genau. Haben wir nicht. Also, schade, dann muss ich probieren anders. Ich kann Ihnen einen Tipp geben. Nehmen Sie eine 70er, da können Sie ein 18er Verlängerungsrohr dran flanschen. Oder eine 90er absägen und mit einer genormten Endstelle bündig verschließen. Das geht auf. Was haben Sie für ein Bohrfutter? Ich hätte gerne eine Gardinenstange. Mit Chrombanadium brauchen Sie gar nicht anzufangen. Fällt Ihnen der ganze Rotz runter. Das sage ich Ihnen jetzt schon. Also, wie wollen wir die Stange festmachen? Über die Fenster in unserem Kinderzimmer. Beton oder Ziegel? Bitte? Beton oder Ziegel? John und Gisela. Bitte? John und Gisela im Kinderzimmer von John und Gisela. Gisela wird bald 7. Schön. Schön, ja. Also, und wie wollen wir das nun machen? Ich glaube, da werde ich wahrscheinlich am besten meine Frau zu Hause fragen. Aber würden Sie doch wohl noch selber entscheiden können, oder sind Sie handwerklich nicht so begabt? Doch, eigentlich schon. Passen Sie mal. Also, Sie bohren da ein 6er Loch, eine Handbreit neben dem linken Rahmen und drehen einen 8er Dübel bündig in den abgewinkelten Flatsch. Ach so. Und danach verbinden Sie das Ganze mit der Muffe vom angerauten Verlängerungsstück und drücken den Sporn in die vorgesehene Nut. Und dann kann ich die Gardine aufhängen? Ja, sicher. Sie müssen nur aufpassen, dass Sie die Holzsage mit dem Vierkantschlüssel festklemmen. Sonst rutscht Ihnen die Zwinge vom Verlängerungsrohr auf den Flansch. Und beim Abmachen nehmen Sie dann die Mutter auf die Narbe und winkeln die Linksbündig in die Befestigungsrille der werkseitig angeriffelten Verlängerungsnut. Was soll ich Ihnen jetzt bringen? Die 70er mit Muffe oder die genormte 90er zum Abwinkeln mit eingefasster Mutter und bündig abschließender Verlängerungsrohr? Ich glaube, ich hätte dann doch lieber eine Tube Alleskleber.